Hallo an das Fischer-Kollektiv. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline. Wir schauen in den restlichen September, Übergang in den Oktober und die erste Oktoberzeit, was sich zeigt. Und wie immer weißt du, es ist eine Kollektivlegung. Bitte auf dich umlegen. Wenn du also im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Fische bist, ist dir höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich versteckt. Wir schauen direkt rein. Ich verbinde mich mit dem Fische-Kollektiv und dem restlichen September und dem Übergang in den Oktober, die erste Oktoberzeit. Was ist das Hauptthema der Fische, die Hauptenergie für die Fische im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent? Was ist die Hauptenergie der Fische? Freundschaft. Du hast die Karte der Freundschaft. Es ist ein neuer Zyklus, der anbricht, was mit deinem Umfeld zu tun hat, was mit Menschen zu tun hat und vor allen Dingen dem Thema Loyalität und Vertrauen. Es scheint, als wäre auch in den letzten Monaten oder in der Zeit, als wäre immer wieder das Thema Freundschaft, Beziehungen, zwischenmenschlich Thema gewesen, wo man sich fragt, ist das jetzt wirklich eine gute Verbindung, ist es nicht? Vielleicht fühlst du dich auch relativ alleine oder hast dich so sehr abgekapselt, dass du spürst, okay, oder hinterfragst, wer hat denn überhaupt noch den Titel Freund, Freundin und wo hat man eigentlich das Gefühl, dass man eigentlich die ganze Zeit nur gegeben hat und gar nichts zurückbekommen. Aber ich meine, das ist natürlich mit dem Fischezeichen sowieso Thema, das Aufopfern. Und das hat immer mit dir zu tun, die Grenzen zu setzen. Doch es scheint, als hättest du jetzt oder bekommst in diesem Übergang einen klaren Einblick, was für dich Freundschaft ist, was das für dich bedeutet, für jeden persönlich, was für Werte da mitgebracht werden muss. Und dass du jetzt in einen Aufräumprozess kommst, für viele war das tatsächlich schon mal? Doch es wird noch einmal aussortiert. Das bedeutet auch mit allen neuen Verbindungen, die auf dich zukommen und gleichzeitig mit bestehenden, dass du klar siehst, fühlst, erkennst, wer hat das Potenzial auf den Titel Freundschaft für dich persönlich. Und dort wirst du dich sogar noch mehr öffnen. Das heißt, Dinge sagen oder dir den Raum nehmen, dich verletzlich zu zeigen, um Unterstützung zu beten. Das alles sind keine leichten Themen für die Fische. Und auch gleichzeitig dadurch das Gespür bekommen, ich werde geliebt. Also das Thema Freundschaft, Zwischenmenschlichkeit und auch gesehen werden in dem wundervollen Licht, was du bist, sich aber auch zu zeigen in diesem verletzlichen und wundervollen Licht scheint großes, großes Thema zu sein. Das wird dir auch wundervolle zwischenmenschliche Beziehungen bescheren. Das heißt, eine große Verbindung scheint sehr ausschlaggebend zu sein zu einer Person. Und das ist etwas, was man schon immer gefühlt hat, gespürt hat. Eine Verbindung wird so stark aufglühen, leuchten, als würde man magisch zueinander angezogen werden, dass das unaufhaltsam ist. Das ist wie eine Art Magnet. Das kann jetzt in der Freundschaft sein, im Zwischenmenschlichen allgemein. Ich rede hier von Verbindungen. Das kann auch in der Liebe sein. Ich bekomme es aber eher, es geht um die Verbindung. Und es werden zwei Lichter zueinander gezogen. Und das ist nicht verhinderbar. Und die Menschen, die da aufeinandertreffen, ob man sich bereits kennt, ob es neu ist, für jeden unterschiedlich, man wird diese starke Anziehungskraft wahrnehmen und im tiefen Vertrauen weißt du, und das spürst du auf allen Ebenen, dass es richtig ist, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Menschen ist. Und diese starke Verbindung, also es wird um eine ganz, ganz starke Verbindung gehen, wird dich energetisch absolut anheben, fast schon, dass du, dass dein Licht explodiert. Wow, das ist sehr schön. Schauen wir uns an. Ich verbinde mich mit den Fischen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent, September, Übergang Oktober, erste Oktoberzeit.
Wow, was habe ich gesagt? Licht, Sonne, Anziehen, ne? Starkes, helles Licht, das ist die absolute Bestätigung. Unterer Kartenrand bestätigt es nochmal. 10 der Kelche, darunter der Magier, das ist ja der Hammer. Wow, also, ja, Fülle, Familie, Freundschaft, das zeigt diese starke, starke Bindung, diese fast schon, für viele kann das wirklich eine Seelenverbindung sein, also wie ein Seelenpartner, Dualseele und auch hier, jeder hat ja, es gibt ja, das ganze Internet ist ja voll mit verschiedenen Auffassungen, ein Seelenpartner, Twin Flame, Dualseele, es gibt ja eine Million Namen dafür, das muss nicht immer in der Liebe sein. Es geht um die Verbindung. Und ich weiß, dass viele Menschen da eine andere Ansicht hat, aber das ist so. Diese, wo die Essenz der Seele eins ist, wo man sich das teilt, man muss sich im Leben nicht auf Liebeswegen oder erotischen Wege begegnen. So, wir schauen uns an, die restliche, also so September bis jetzt, ist so ein bisschen, es kann sein, dass du das Gefühl hast, dass du warten musst. Es kann das Gefühl sein, als würde sich nichts tun. Ich bekomme schon fast so diese Energie von, was soll das überhaupt? Ich weiß gar nicht, es geht nicht vorwärts, es geht nicht zurück, es ist unglaublich langwierig, mühselig, vielleicht auch im Finanziellen, dass du immer das Gefühl hast, du musst kämpfen, du musst sparen, da kommt nichts oder sehr viel Kraftaufwand betreiben. Und gleichzeitig ist man in einer Art Warteposition in sehr vielen verschiedenen Bereichen aktuell im Leben. Auch hier haben wir das Erdelement, wir sind im Erdmonat, also es kann sein, dass du dich auch viel mit Themen wie Sicherheit, Stabilität auseinandersetzt, Thema wie Familie, aber es ist irgendwie sehr mühselig oder es zerrt so ein bisschen an deine Energie. Der restliche Monat zeigt sich hier mit zwei der Stäben, dass man den Fokus auf etwas ganz Bestimmtes setzen wird. Und das könnte hier auch mit einer Entscheidung zusammenhängen, aber die Entscheidung ist nicht so, dass man möchte eine Entscheidung treffen, so bekomme ich es. Also man möchte sich entscheiden oder man setzt eine Entscheidung, die einen weiterbringen wird im Leben. Und das kann mit äußeren Umständen zu tun haben. Also, dass du merkst, okay, jetzt gibt sich hier eine Möglichkeit, du hast etwas anderes noch im Kopf oder du hast zwei Pläne, aber letztendlich von insgesamt drei Plänen wirst du dich auf einen fokussieren und das ist der richtige. Und das ist so ein Prozess, das passiert automatisch. Also, du wirst automatisch dahin geleitet, dein Fokus wird dahin geleitet. Kommen wir zum Übergang in den Oktober und auch die erste Oktoberzeit, da haben wir halt die Sonne. Einer der größten Karten von der Bedeutung in der großen Arkana im Tarot und passt genau zu dem, was ich eben beschrieben habe. Also eine absolute Anziehung, eine Sonne. Es kommt eine Zeit auf dich zu, da hast du das Gefühl, du bist im innerlichen Sonnenschein, weil sich etwas fügt. Weil es an der Zeit ist, dass sich etwas fügt. Das wird dir sehr viel Kraft und Energie geben und es scheint, als würdest du genau wissen, wohin zu reiten ist. Als würdest du auf einmal den roten Faden in der Hand haben und packen, hey, jetzt habe ich es endlich gefunden. Ich weiß, woran ich mich festhalten kann. Ich weiß, worauf ich mich fokussieren kann. Ich habe einen Plan, ich habe einen Weg. Auf geht's. Bedeutet, das könnte hier wirklich zusammenhängen mit einer starken Verbindung, die dich so sehr erhält und dir Energie gibt, dass diese Verbindung oder dieses Licht, was ausgelöst wird in dir, in der Lage ist, jegliche Art von Illusion und Nebel verschwinden zu lassen, sodass du einfach nur noch dem Licht folgst. Wunderschön. Liebe Fische, das ist ja, also wirklich, ich bekomme fast schon Gänsehaut. Absolut magisch. Schauen wir uns an. Eine Botschaft vom Universum, worum geht, das ist der Hammer. Worum geht's? Ja, ey, nochmal die Bestätigung, ich raste aus. Tender Embrace, ihr seht das. Es ist hier die leidenschaftliche Verbindung. Es ist hier, ich finde, es sieht auch aus wie so eine liegende Acht. Es geht um eine Herzverbindung. Wir haben Herzchakra, wir haben die Doppelzahl. Eine schicksalshafte Fügung. Man ist energetisch so sehr angezogen. Man wird so zueinander geführt. Das hat schon etwas Höheres. Also es geht hier um eine ganz, ganz starke, tiefe Seelenverbindung und die
liebe Fische, ist ausschlaggebend. Sehr, sehr ausschlaggebend, gibt dir sehr viel Kraft und es gibt dir auch das Gefühl, irgendwie von diesen endlich, endlich weiß ich. Es ist so, als würde diese Verbindung dich auf einen Weg führen, auf einen innerlichen Weg, als würde diese Verbindung so viel Licht in dir auslösen, dass du einfach dein Licht im vollen Maße erkennst und in der Lage bist, es auszudehnen. Es ist wunderschön. Mein Herz wird auch ganz berührt. Also ich wünsche dir von ganzem Herzen einen unglaublich magisch aufleuchtenden, seelenverbindenden Übergang von diesen in den nächsten Monat. Und es scheint, als könntest du jetzt noch nicht erahnen, was da auf dich zukommt. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören, für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und deine Wertschätzung auf jegliche Art und Weise. Hab einen tollen Monat, einen tollen Übergang. Und wenn du magst, sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder. Also, mach's gut.